Mal habe ich Kaffee aus Afrika und der Provinz Yunnan zum Vergleich probiert. Viele von euch interessieren sich für den chinesischen Kaffeemarkt und welche Kaffeesorten die Chinesen bevorzugen. Heute werde ich ein Kaffeefestival im Beijinger zentralen Geschäftsbezirk besuchen und wir schauen uns mal an, welche unterschiedlichen Kaffeesorten hier angeboten werden und welche beliebt sind. Kaffee wird in China vor allem in Großstädten von Büroarbeitern als gutes Rezept für das Leben bezeichnet, weil er Energie und Lebenskraft bei schwieriger Arbeit liefern kann. Hier im Bezirk Chaoyang befinden sich 70% der Kaffeemarken der ganzen Stadt. Kaffee ist hier zu einer Kultur der jungen Leute geworden. Dieses Festival wird seit 4 Jahren in diesem Gebiet in Beijing veranstaltet. Heute versammeln sich hier über 120 bekannte Kaffeemarken aus dem ganzen Land und natürlich auch Kaffeeliebhaber. Man kann sogar Kaffee vom Meister Barista probieren. Sie bieten heute 100 Tassen Kaffee kostenlos an. Da muss man einfach probieren. Endlich bekomme ich ein Becher aus dieser Kaffeehergestellte vom Meister hier gerade. Bekomme ich. Riecht wirklich fruchtig. Also nicht so stark. Probiere ich mal. Wirklich fruchtig und aromatisch. Lecker. Leute, da habe ich einen Kaffee aus der Provinz Xinjiang gefunden. Aus traditioneller Kleidung. Und ich möchte unbedingt mal diese Kaffeemischung mit Walnuss aus Xinjiang probieren. Das ist mein Kaffee. Es gibt doch auf dem Topf wirklich Walnuss aus Xinjiang. Riecht auch nach Walnuss. Probiere ich mal. Sehr gut, lecker und es schmeckt auch wirklich nach Walnuss und Americano auch. Die beiden passen sehr, sehr gut zusammen.